Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des DFF, des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums. Zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Und ja, wie Sie wissen, präsentieren wir da einmal im Monat ein aus unserer Sicht besonderes, herausragendes, aktuelles Kinowerk aus unseren Landen. Und das heute ist insofern sogar nochmal besonders, weil dieser Film ist heute eine Frankfurt-Premiere tatsächlich. Der ist in Frankfurt noch nicht gestartet. Das heißt, Sie sind die Ersten, die ihn hier in der Stadt zu sehen bekommen. Wir sind stolz, den Film heute präsentieren zu dürfen. Das Ganze wie immer in Kooperation mit Deutschlands führender Fachzeitschrift zum Thema Film. EPD Film sitzen hier in Frankfurt und Rudolf Worschlech, der Chefredakteur, wird dann nachher das Gespräch auch mit dem Regisseur führen. Und den Regisseur von Schattenstunde, den möchte ich jetzt einmal auf die Bühne bitten. Bitte großen Applaus, Benjamin Martins, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in Frankfurt. Du kannst die Maske hier vorne abnehmen, genau. Hallo. Ja, du kommst aus Speyer jetzt gerade. So ist es, eine Stunde von hier. Ja, du bist Rheinland-Pfälzer, was unüblich ist für Filmschaffende. Da gab es lange keine Filmförderung, du hast trotzdem dich dafür entschieden. Ja, ich werde auch immer gefragt, wann ich denn aus Speyer wegziehe, aber noch plane ich erstmal da zu bleiben. Inzwischen gibt es da ja auch eine Filmförderung, also die Chancen sind groß. Ja, wir haben ein bisschen was schon auch mal über deinen Film ins Programmheft geschrieben, trotzdem auch nochmal gesagt, das ging ja richtig gut los. Bevor der seine Premiere hatte, war direkt der First Steps Award gekommen, also der wichtigste Nachwuchspreis Deutschlands. Erzähl mal, wie hast du das aufgenommen, wie lief das ab, gerade in Corona-Zeiten, wie war das? Ja, also ich habe echt gezittert. Das war jetzt so meine erste Preisverleihung, zu der ich gehen durfte. Und ich habe die ganze Zeit nur Angst gehabt, dass die irgendwie ausfällt und oder wir online dann jeder zu Hause am Computer sitzen. Und das war, ich muss ganz ehrlich sagen, es war einfach, ich habe mich sonst immer gefragt, wenn Leute nach vorne gehen und nicht wissen, was sie sagen sollen und so überwältigt sind, dann denke ich, ja komm Junge, du musst ja irgendwie damit gerechnet haben, zumindest so halbwegs. Und ich bin trotz, also ich ging, bin auch, als ich mein Name oder der Name als Schattenstunde dann gefallen ist, ich konnte erst gar nichts sagen. Also es war, ich war so, man ist dann doch so platt und in dem Moment, man ist ja jahrelang mit so einem Film beschäftigt und das ist dann plötzlich so das erste Mal, dass der dann von außen auch gesehen wird. Und das war ein schöner Moment, ja. Genau, beim nächsten Mal, wo es dann wirklich mit Publikum war, da war ich dann auch dabei, denn ich durfte noch die Premiere dann beim Filmfest München moderieren. Mhm. Das war natürlich auch eine sehr besondere Geschichte. Vielleicht magst du sagen, das war nämlich nicht im Kino, sondern an einem sehr besonderen Ort. Ja, das war ja irre. Also es war so schön, dass wir haben uns da kennengelernt in München und es war ja die ganze Corona-Geschichte, ne? Und wir wussten auch nicht, fällt das Münchner Filmfest komplett aus. Und dann sind die an, wie war das so, ganz verschiedene Orte gegangen. Viele, quer durch die Stadt, ja. Quer durch die Stadt und alle waren irgendwie so Outdoor-Places, außer unserer, das war in einer alten Betonwerk, ne? Ja, genau. Wahnsinn, riesige Halle, teilweise an einer Stelle waren sogar noch so, was war das, Geröll, also hatte was ganz spannende, war einfach eine schöne, spannende Atmosphäre und wir hatten riesen Glück, es hat nämlich nonstop geregnet die anderthalb Wochen und die anderen armen Filmemacher waren im Regen gesessen mit ihren Filmen und wir waren zum Glück im Trocknen. Es war ein sehr besonderes Erlebnis und als letztes vielleicht noch, um diesen Dreiklang der Ereignisse zu haben, dann habt ihr einen Kinostart gehabt und ich weiß, du hattest eine sehr besondere Premiere dann nahe deiner Heimatstadt ausgerichtet, nämlich in Mannheim, im Theater tatsächlich. Was ging da? Ich wollte ganz unbedingt den Film, die Premiere bei uns in der Region haben. Also der Verleih hat gesagt, wir machen die in Berlin. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, weil an diesem Film haben so viele Menschen mitgearbeitet, die nicht ausschließlich, aber aus der Region kommen. Und mit vor allen Dingen hat mich Gerd Sammet mit seinen 92 Jahren, der leider im letzten Jahr verstorben ist, mit auf den Film vorbereitet als Zeitzeuge, der war. Wir haben das Drehbuch besprochen und die Zeit besprochen, weil ne, ich bin 36 Jahre und habe diese Zeit ja nicht selbst miterleben müssen. Und er war einer der ältesten Zuschauer dieses Hauses. Er war, der, ich glaube, der älteste Abonnementinhaber vom Nationaltheater Mannheim. Und so ist da diese Verbindung entstanden und wir haben gesagt, das ist der richtige Ort, um diese Geschichte als erstes so zu erzählen.
Ja, und da war ein prall gefülltes Theater, hattet ihr dann. Corona-prall gefüllt, ja. Okay. Ja. Nee, und jetzt heute sind wir hier. Wir freuen uns sehr, das im Kino auch mit Menschen zu haben. Ich glaube, ich weiß nicht, wie machst du es vor diesem Film? Sagst du da immer was oder wie ist so die Herangehensweise von dir? Also schön, dass Sie da sind. Darüber freue ich mich sehr und ich freue mich darauf, wenn wir nachher dann ein bisschen drüber sprechen möchten. Das machen wir sehr gerne. Bitte schon mal großen Applaus. Toll, dass du da bist. Und Film ab für Schattenstunde. Benjamin Martins, danke dir. Genau, und Rudolf, also vielleicht für Sie auch schon mal vorweg, gerade auch nach dem Film ist, glaube ich, auch ganz wichtig, erstmal ein bisschen wieder sich sammeln zu können. Die beiden werden erstmal unter sich sprechen und dann werden wir ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch für Fragen von Ihnen öffnen. Aber jetzt hat das Wort erstmal Rudolf Vorschig. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, auch von mir aus. Ein ganz herzliches Willkommen zu unserem Gespräch und auch von mir aus einen besonderen Dank an dich und deinen wirklich sehr mutigen Film, dass du zu uns gekommen bist. Vielleicht jetzt direkt anknüpfend an den Film, dieses Gespräch, vielleicht jetzt ein bisschen unvermittelt, aber machen wir das einfach mal so, dieses Gespräch zwischen Eichmann und Klepper, das hat es wirklich gegeben oder ist das fiktiv quasi? Nee, also Jochen Klepper war im Reichssicherheitshauptamt an dem Tag noch und das Gespräch gab es. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber. Also letztendlich habe ich dieses Gespräch, das stattgefunden hat, das ist. Letztendlich habe ich ganz vielen Figuren in dem Film Wörter in den Mund gegeben, die Jochen Klepper selbst geschrieben hat. Also selbst Adolf Eichmann nutzt Worte, die Jochen Klepper in seinen Tagebüchern stehen hatte. Vielleicht, dass du noch ein bisschen was für die Leute im Saal, die sich jetzt nicht so unbedingt auskennen mit der Biografie von Jochen Klepper. Ich habe das nachgelesen. Es ist ja ein relativ auch prominenter Protestant gewesen, also 12 seiner quasi Liedtexte sind noch im evangelischen Gesangbuch. Aber er scheint doch auch durchaus, was er in dem Film auch ein bisschen anklingt, gerade in dem Gespräch mit dem Eichmann, auch ein durchaus ambivalenter Charakter gewesen zu sein. Ich weiß nicht, kannten Sie Jochen Klepper schon? Sie schon? Ja, das ist ganz interessant. Ich kannte Jochen Klepper bis 2009 nicht. Ich habe wohl seine Lieder gekannt. Meine Mutter hat mich schon, als ich Kind war, mit in die Kirche genommen, wusste aber gar nicht, dass die Lieder von Jochen Klepper sind. Und dann habe ich 2009 zum ersten Mal auch in einer Kirche von Jochen Klepper gehört und von seinem Schicksal. Und dann habe ich angefangen, seine Tagebücher zu lesen. Er hat über 10 Jahre Tagebuch geschrieben und seine Schwester, die hat den Krieg glücklicherweise überlebt und die dann veröffentlicht. Du hast gesagt, er war ambivalent. Vielleicht meinst du damit, er war ja, und das war für mich auch ganz schwierig zu verstehen, lange, als ich mich mit Jochen Klepper befasst habe. Er sagt es ja auch im Film, er war gern Soldat. Ja, und das ist ja, was erstmal ja gar nicht so zusammenpasst. Also der Mensch, den wir als Opfer sehen, der lange Zeit für dieses Land, für den Staat, der ihn letztendlich tötet und seine Familie. Er wollte für sein Land kämpfen. Also er hat auch selbst gesagt, ich bin der Letzte, der dieses Land verlässt. Ich habe dafür auch keine Lösung gefunden. Ich hatte da lange dran zu knabbern, habe mich dann entschieden, dass im Film, ich wusste nicht, wie ich das hätte weiter behandeln können. Ich glaube auch nicht, dass das für ihn noch am letzten Tag, in diesen letzten Stunden, ob das für ihn dann noch eine Relevanz hatte, weiß ich nicht. Ich wollte es aber auch nicht verstecken und deshalb wird es im Film benannt, an mehreren Stellen. Unter anderem, es fängt ja schon an bei Adolf Eichmann, da hängt er ja als Marionette und dieses Bild eben auch, dieses Geführte von den Nationalsozialisten, der Jochen Klepper, der sich selbst ja angreift, der sagt ja, du Deserteur, schämst du dich nicht, Jochen Klepper. Also da dieser Innere, diesen Zwiespalt zu zeigen, das habe ich da in dem Moment unter anderem versucht.
Ich habe das nur nachgelesen. Es gibt so einen Text sogar auf der offiziellen Webseite der EKD, wo der Autor auch so quasi so eine nicht gute protestantische Tendenz zur Obrigkeitshörigkeit und sowas hervorhebt, die den Klepper wohl auch ausgezeichnet hat. Aber ich meine, das ist jetzt so eine Vorgeschichte, darum geht es ja in deinem Film eigentlich nicht. Deswegen hat mir doch das auch eigentlich sehr gut gefallen, dass man das im Wagen belässt, dass er nickt, als Eichmann sagt, sie wollen doch auch ihrem Vaterland dienen und so. Und dann nickt er ja auch. Das sagt viel, ohne dass man so eine ganze Geschichte rekapitulieren muss. Es gibt ja so einen Vergleichsfall, sage ich jetzt mal, auch eine sogenannte Mischehe. Joachim Gottschalk ist vorhin auch gefallen. Ehe im Schatten, der DEFA-Film. Kanntest du den? Hat der dich inspiriert? Oder guckst du solche Vergleichsfilme lieber nicht? Also den Film kannte ich tatsächlich nicht. Ich habe nie was davon gehört, bis vor kurzem. Wurde ich auch in Berlin auf den Film angesprochen. Ja, oder ich weiß nicht, ich glaube, es war in Berlin. Und was ja ganz interessant ist, ist ja, dass das Wort Schatten in diesen beiden Filmen auftaucht. Das fand ich jetzt spannend, aber ich kannte den Film nicht vorher, nein. Im Vorspann, du hast es auch vor dem Film gesagt, dass du die Tagebücher von ihm, die erhaltenen Tagebücher, gelesen hast und dass die auch quasi der Grundstoff für den Film waren oder für die Dialoge in dem Film. Kannst du uns vielleicht ein bisschen verraten, wie du das genau gemacht hast? Und vor allen Dingen sind ja seine Tagebücher, die beiden Frauenrollen kommen jetzt quasi nicht mit richtigen Dialogen vor. Ja, auch das war natürlich recht schwierig, den Frauen gerecht zu werden, ja, weil ich kann ja nur als von außen betrachtet ihre Geschichte erzählen, weil ich nur durch Jochen Kleppers Augen die Frauen kennengelernt habe. Also ich habe angefangen, ich habe einfach gelesen und habe habe mir Notizen gemacht, Sachen angestrichen, die ich bin anders an die Sache rangegangen, weil für mich stand die Frage im Vordergrund. Eine Frage, die Jochen Klepper so sehr bewegt hat, ist ja die Frage: Gibt's ein Wiedersehen nach dem Tod? Und das ist eine Sache, mit der ich mich, die mir auch jetzt, die ganz schwer für mich ist. Ich habe in der Zeit, bevor ich den Film gemacht habe, mehrere Menschen in den Tod begleiten müssen oder dürfen. Was sagt man dazu? Dürfen oder müssen? Beides. Und ich habe eine wahnsinnige Angst davor, dass das Leben so jetzt das Einzige ist, was es gibt. Ich finde das Leben so grauenvoll. Wir leben in einer Welt, die mich so traurig macht. Und gar nicht nur, wenn man auf so schlimme Sachen wie den Ukraine-Konflikt, Krieg schaut, sondern wie wir Menschen so mit uns selbst und mit den Tieren und mit der Natur umgehen. Mich macht das einfach irgendwie, ich verstehe nicht, warum wir Menschen so sind. Und wenn ich mir vorstelle, ey, das ist das Einzige. Und selbst die Menschen, die ich liebe, die behandle ich auch noch schlecht. Und dann soll das es irgendwie gewesen sein. Und dann ist es nichts. Dann, also wenn das so ist, dann finde ich das Leben scheiße. Und das ist eine große Angst, die ich habe. Und ich habe so gedacht, mit Jochen Klepper wollte ich mich so ein bisschen auf die Suche machen, so wie seine Hoffnung ist, dass es ein Wiedersehen gibt nach dem Leben, nach dem Tod, also das Leben nach dem Tod. Ja, das ist meine große Angst und meine große Hoffnung. Und das war für mich der Grund, warum ich mich
beschäftigt hat mit seinen Tagebüchern. Und anhand dieser zentralen Frage habe ich, mit dieser Frage im Hinterkopf, habe ich auch die Tagebücher gelesen. Letztendlich sein großer Kampf, den ich da so mitgegangen bin. Du hast für die Darstellung der letzten Stunden der Familie Klepper ja einen ausdrücklich nicht naturalistischen Weg gewählt. Reden wir doch vielleicht mal darüber. Wie kam es zu der Entscheidung, den Großteil des Films in diesem 1:1-Format, was ja in der Filmgeschichte nur eine kurze Zeit quasi, was es nur eine kurze Zeit gab, sonst sind wir es ja immer breiter gewöhnt. Wie kam es dazu? Ich habe nach einem Mittel gesucht. Ich wollte die Geschichte hinter der Geschichte erzählen. Also ich fand spannend, das von Jochen Klepper zu zeigen, was wir nicht sehen können, weil es unausgesprochen bleibt. Deshalb sind so viele so viele Gleichnisse und Bilder in dem Film. Vielleicht, weiß nicht, ob Sie da was, sprechen wir vielleicht auch nochmal nachher drüber. Es gibt viele versteckte Sachen. Wenn man den Film ein zweites Mal sich anschaut, kann man eigentlich noch eine zweite Geschichte innerhalb dieser Geschichte lesen, über die Bilder, die der Film. Aber du hast das Format angesprochen. Ich habe überlegt, also die Familie selbst oder überhaupt die jüdische Gemeinde in der Zeit und viele Menschen darüber hinaus haben halt diese wahnsinnige Einschränkung in ihrem Leben erfahren. Und ich hatte überlegt, wie kann ich diesen Film so gestalten, dass sie sich den nicht nur angucken, sondern das mitfühlen können. Und dieses Gefühl dieser Enge und der Auswegslosigkeit dachte ich, kann ich ein bisschen weitergeben, indem ich ihnen das Blickfeld einschränke. Und ja, das stand relativ schnell fest, dass das sein muss, dass wir da eine Enge im Zuschauerraum, im Kinosaal schaffen. Sag doch nochmal was zu den anderen quasi symbolischen Einschüben, also die Marionetten. Das sind ja alles so, oder auch der Schattenmann gewissermaßen, das sind ja auch alles so Projektionen seiner Selbstzweifel oder sowas. Genau, der Schatten ist letztendlich, sind seine lebendig gewordenen Zweifel und seine Ängste, die in diesem Moment vorm Tod am stärksten sind und deshalb aus ihm rausbrechen und für uns dann sichtbar werden in dem Fall. Diese Zweifel haben ihn ja schon lange begleitet. Also man sieht auch in den Tagebüchern, die Familie hatte über ein Jahr vor diesem Tag bereits beschlossen, wenn der Moment kommt, an dem wir getrennt werden, den Weg gehen wir nicht mit. Wir gehen unseren eigenen Weg. Und das ist auch, das sieht man in den Tagebüchern auch, hat natürlich in diesem Jahr immer wieder zu, mal war die Tochter dann wieder am Zweifeln, mal was er, mal was sie, und immer war jemand anderes dann stark oder sich sicher in der Entscheidung. Hat ja nichts mit Stärke zu tun. Ja, was war deine Frage? Also nur nach den symbolischen Elementen. So. Man sieht ja das mit dem Ja auch in dem Film daran, dass die dann bei dieser Tablettendose so zugreifen können, weil die einfach seit langem schon diese Tabletten gesammelt haben. Ja, diese Szene ist ja sehr, sehr lang und kaum zu ertragen. Diese Szene steht für mich, das ist der Moment, in dem die Familie Klepper im Film symbolisch für all die anderen tausenden Menschen, die sich auf die Art das Leben genommen haben, da steht die Familie Klepper für all diese anderen Menschen in dieser Zeit. Und deshalb musste das mehr Zeit in Anspruch nehmen, als es nur für die Familie notwendig gewesen wäre. Auch der Tod, finde ich, nimmt ja auch eine lange Zeit in Anspruch. Normalerweise bei einem Film würde man das ja vielleicht abblenden oder quasi das Ergebnis oder das Ergebnis in den Raum stellen, also die toten Menschen. Aber in deinem Film ist ja der Tod auch richtige Arbeit, sag ich jetzt mal. Natürlich geht es darum, auch seine Selbstbestimmung, das ist ja das Thema des Films, irgendwo auch zu wahren. Aber wir sehen, dass der Tod nicht einfach ist. Ja.
Ich weiß nicht, ob Sie, Sie schon dabei waren, wenn jemand gestorben ist. Das ist in meiner Erfahrung nie dann zu Ende, wenn man es nicht mehr ertragen kann, sondern wir von außen haben wir keinen Einfluss darauf. Und in Filmen wird das den ZuschauerInnen halt gerne leichter gemacht. Tod hat ja manchmal sogar was Romantisches im Film. Ich hatte das Gefühl, wenn ich das leichter mache, würde ich die Familie verraten. Was da passiert, das ist so ungeheuerlich, diese Entscheidung, dieser Moment der Familie war so schwer, das leichter für uns zu machen. Ich finde, wir können diese Minuten durchhalten, wenn die Familie das den ganzen Abend und ein Jahr lang vorher eigentlich schon durchhalten musste. Das gehört auch dazu. Ich finde schon, dass das also quasi auch die logische Konsequenz dieses ganzen Films ist. Aber man sieht halt, wie gerade die Tochter, die hat es ja quasi am schwersten mit dem Sterben, sage ich jetzt mal. Darum ist mir das halt so eindringlich in Erinnerung geblieben. Vielleicht noch eine Frage zu einem anderen Stilmerkmal. Auch deine Schnitttechnik ist ja so ein bisschen anders, als man das gewohnt ist. Es gibt ja so richtig harte Schnitte. Also würde man in einem normalen Fernsehfilm oder auch in einem Kinofilm nicht so machen. Was steckt da dahinter? Ja, diese Jump Cuts nennt sich das, weil die springen quasi in... Hat jemand ein neues Handy für mich? Meins ist gerade kaputt gegangen. Nee, es geht. Die Jump Cuts. Genau, wir sprechen. das habe ich letztendlich gemacht, um das schnelle Vergehen der Zeit darzustellen. Ja. Schön fand ich auch die Idee mit den Wänden und der Decke. Wie habt ihr das gemacht? Das war eine absolute Katastrophe. Wir haben dieses riesen Ding, das müsst ihr euch vorstellen, das ist ein Stahlgerüst gewesen, was da aufgebaut wurde. Wir haben in einer unterirdischen Halle gedreht. Wir brauchten einen Raum, der kein Tageslicht reinlässt, damit wir das Licht kontrollieren können. Es sollte auch soundproof sein. Wir dürfen keine Autos hören, die vorbeifahren, klar. Das heißt, wir haben eine Halle gefunden, zwei Stockwerke unter der Erde, in dem wir das Set aufbauen konnten. Und das wurde mechanisch bewegt. Also wenn sich die Wände bewegen, da sind auf jeder Seite dann drei Menschen, die die Wände zusammenschieben. Und damit die Möbel sich bewegen, haben wir Löcher in die Wände gemacht. Und dann sind dann zusätzlich noch zu den drei Menschen, ich könnte jetzt Besenstiele sagen wir, Stäbe, also vielleicht ein bisschen professioneller an, und haben dann die Schränke und diesen Sekretär, die auch auf Rollen waren, halt an einer Stelle noch geschoben, weil wenn nur die Wände zusammengehen, dann wären halt die Möbel ineinander gefahren, aber sie mussten ja in einer bestimmten Position am Ende wieder sein. Also es war ein sehr handwerkliches, spaßiges Unterfangen. Diese ganze Wohnung ist ja eigentlich auch eine Symbolik. Man muss dazu sagen, Familie Klepper, die haben in einem sehr schönen, in einer Villa gewohnt. Du weißt es. Aber erzähl. Ja. Auch der ganze Raum ist halt ein Spiegel der damaligen Zeit. Diese Tür, die ja bis hier, die gar nicht die Wohnung abschließt, als Symbol dafür, dass die Familie Klepper die Außenwelt und das, was auf sie einstürzt, nicht außen halten kann. Die Wohnung, was sehr privat ist und das niemand eindringen kann, ist bei der Familie Klepper eben nicht dieser private Zufluchtsort. Die schmutzigen, kaputten Wände, die Bilder, die singen auch als Symbol für die Gesellschaft außen, die zwar hineinspricht in das Leben der Familie Klepper, aber nicht eingreifen kann, getrennt ist von der Familie. Ja.
Ich hatte da so die Assoziation mit der Wohnung von einem sogenannten Judenhaus. Sie haben ja dann in den frühen, also in den 40er Jahren, ich habe das nur gelesen, in der Klemperer-Biografie, die Juden aus ihren Häusern in spezielle Häuser verbracht. Und das assoziiert man auch, weil man ja in der Nachbarwohnung die quasi deportierte oder die zu deportierende Familie sieht. Ja, also das war jetzt nicht meine Intention. Der Nachbar, der Hans Kabe, den es auch tatsächlich, also der Nachbar war Hans Kabe, der war ja nicht Jude und trotzdem noch in dem, ich wusste davon. Nee, ich meine, als die mit der Violine, als die da abgeholt werden, nebenan. Mhm. Was? Nee, ich kam auf das Judenhaus drauf, weil ja die Nachbarn, die ja sichtbaren Judenstern tragen, auch abgeholt werden. Darum dachte ich, wäre das oder war das für mich die Assoziation? Ah ja. Ja, interessant, was du gerade gesagt hast, das wusste ich nicht mal. Also ich wusste gar nicht, dass es solche Judenhäuser gibt. Also, Klemperer musste auch sein Haus, der war ja auch relativ großbürgerlich, verlassen und ist umgezogen in eine viel kleinere Wohnung in Dresden. Sehr interessant. Also auch, dann quasi noch einen Schritt vor der Deportation wurden, Und ihr habt es in Speyer gedreht? Wir haben es in Speyer gedreht und in Darmstadt, Wiesbaden und im Allgäu. Die eine schöne Szene, in der sich die Landschaft auflöst. Die Eichmann-Szene ist? Das ist das historische, das ehemalige Stadtarchiv von der Stadt Speyer. Okay. Ja. Da können Sie jetzt übrigens heiraten, wenn Sie demnächst Pläne haben. Vielleicht nicht nach dem Film. Und ohne Fahnen. Oder gerade, ja. Erzähl doch vielleicht noch was. Also der Film ist ja außerhalb jeder Förderung entstanden. Du hast den gestemmt mit eigenen Mitteln. Erzähl doch mal, wie das so ging. Das frage ich mich heute auch. Naja, wir haben einen Finanzierungsplan gemacht und haben eine wahnsinnige Reise. Also wir haben letztendlich haben wir eine Initiative gegründet, Speyer macht sich stark. Da geht es um gesellschaftliche Verantwortung. Es ist eine Initiative für gesellschaftliche Verantwortung und gegen rechtsextreme Gewalt. Und das Ziel ist es letztendlich, auf Grundlage dieses Films später an Schulen und kirchliche Einrichtungen auch mit dem Film zu gehen und mit Theaterpädagogen und mit Jugendlichen über die Thematik sprechen zu können. Und darüber konnten, weil das viele unterstützenswert fanden, konnten wir eben zu Bäckereien, zu Elektrofachmärkten, überall hingegangen, wo wir dachten, die schenken uns vielleicht Geld. Und da habe ich so meine erste erschütternde Erfahrung gemacht. Nicht jeder muss für alles Mögliche Geld geben. Aber da haben echt Geschäftsinhaber gesagt, ich finde nicht, dass es so einen Film zu so einem Thema braucht. Ich finde, du solltest ihn nicht machen. Ich wurde sogar richtig angefeindet. Mir haben Leute gesagt, man sollte mit Jugendlichen nicht mehr über diese Thematik sprechen. Wir möchten das nicht unterstützen, weil dann gibt es Kunden, die den Film nicht mögen und deshalb vielleicht nicht mehr bei uns einkaufen gehen. Wir wollen uns politisch nicht positionieren. Und das, ja, also finde ich schon erstaunlich. Also, dass man sich, was heißt denn das, politisch positionieren? Ist das ein, das hatten wir 1937 schon mal. Da war ich ich dachte, ich renne da offene Türen ein, ja. Boah, ja, natürlich, da wollen wir irgendwie ein Teil von sein. Und da war ich echt überrascht, dass viele sogar, ich habe auch dann auf Facebook Nachrichten gekriegt von Leuten, die mich echt angegriffen haben, die stinksauer waren. Die haben ganz knallhart gesagt, was sie von mir halten, dass meine Arbeit verboten gehört. Es war schon ein Knaller, da habe ich nicht mit gerechnet. Aber, und das muss man ja auch sagen, es haben sich auch ganz viele Leute beteiligt. Es haben sich dann wirklich ganz bunt gemischt, das kann ich gar nicht aufzählen. Sie haben ja gesehen, es sind viele von Aldi bis zum Hühnerverein, irgendwie jeder hat so ein bisschen was dazugegeben. Und
wir haben gemerkt, okay, wir haben Geld, aber es reicht nicht. Und dann haben wir angefangen, erstmal unser Gehalt zu streichen und dann immer weiter gestrichen, bis wir gesagt haben, naja, jetzt können wir es machen. Ist total toll, weil eben auch so hammer Leute dabei waren, die diesen Film durchgezogen haben. Wir hatten so wenig Geld, dass wir auch die Drehtage kürzer machen mussten. Wir haben, der längste Drehtag ging 36 Stunden am Stück, ohne Schlafen, zweimal Mittagessen, einmal Abendessen. Und das haben wir halt über einen langen Zeitraum durchgezogen. Und das war toll, weil wir es alle wollten. Aber das kann natürlich nicht auf Dauer so sein. Also ich werde so einen Film nicht nochmal so machen, weil das gehört auch dazu, dass Schauspieler und alle, die bei so einem Film beteiligt sind, nicht immer gelobt dafür werden sollen, wie toll, dass ihr über eure Grenzen geht, sondern die müssen bezahlt werden für ihre sehr anspruchsvolle Arbeit. Und dieser Film war für uns alle super wichtig, aber die nächsten Projekte wird jetzt auch zum Glück anders, aber ja. Wie kamst du denn auf die Schauspieler? Muss jetzt nicht erzählen, ob sie eine Gage bekommen haben oder nicht, aber du hast doch selbst mal als Schauspieler gearbeitet. Das wäre dann vielleicht meine zweite Frage. Ist es dann einfacher, mit Schauspielern zu arbeiten, wenn man weiß, wie es geht? Ob ich weiß, wie es geht, das weiß ich nicht. Ich war nicht sehr erfolgreich als Schauspieler. Du hast jetzt ja ganz viele Fragen gestellt. Wie du deinen Cast quasi gefunden hast. Ja. Und das mit der Arbeit ist tatsächlich ganz, ganz kann ich was Schönes zu erzählen. Also gefunden habe ich die, ich habe mit manchen der SchauspielerInnen zusammengearbeitet schon vorher am Theater. Zum Beispiel mit der Beate Christ und mit dem Christoph Kaiser. Das war, ja, hat sich einfach so ergeben. Ich wusste, wie sie spielen, wir kannten uns. Trotzdem habe ich keine dieser Besetzungen oder haben wir keine dieser Besetzungen gemacht, weil wir es uns einfach gemacht haben und dachten, naja, die kennen wir, mit denen machen wir es halt, sondern weil es die richtigen waren aus unserer Sicht. Wir haben auch ein Casting gemacht für manche Rollen, manche Schauspieler so angesprochen, die wir in anderen Sachen gesehen haben. Der Klaus Rodewald zum Beispiel kommt vom Nationaltheater Mannheim, ist jetzt am Schauspielhaus Stuttgart. Der hat den Nachbarn Hans Kabe gespielt. Und vielleicht was du gesagt hast, also was ich als Schauspieler, was mir manchmal schwer gefallen ist, oder was ist schwer gefallen, weiß ich nicht, das ist halt immer so, dass es wird ewig lang wird die Technik eingerichtet. Ja, das müssen Sie sich so vorstellen, da ist ein riesen Set und für alles ist echt Zeit da, bis die Kamera ihr Bild gefunden hat, die Lichter müssen alle ganz genau eingerichtet werden, die Schauspieler sind da. Und wenn die Technik fertig ist, heißt, naja, jetzt können wir ja loslegen. Aber die Schauspieler brauchen ja auch ihre Vorbereitung. Und da hab ich aus Erfahrung vielleicht, erstmal haben wir uns eine relativ lange Probenzeit vor den Dreharbeiten genommen. Das war auch sehr wichtig, weil wir eben so wenige Drehtage hatten, 11. 11, 22 bis 24 oder 36 Stunden Drehtage, aber trotzdem 11. Und deshalb war diese Probenzeit sehr gut für uns. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe viel mit Musik gearbeitet. Also wir haben die Kamera, wir haben alles eingerichtet, sodass wir drehfertig waren. Und dann kam die Zeit für die Schauspieler. Und ich habe Musik angemacht, passend zu den Szenen. Und mit allen am Set waren wir da gestanden und haben uns einfach diese Musik angehört. Und teilweise bin ich zu den Schauspielern einzeln nochmal gegangen und habe 2, 3 Sätze nochmal gesagt zu denen über ihre Rolle, über ihre Figur, teilweise auch Geheimnisse. Und als die Musik dann fertig war, musste dann nur noch das Bitte kommen und wir konnten loslegen. Und das war, so wie es mir auch zurückgemeldet wurde, das war eine sehr ruhige Arbeit, um da reinzukommen, trotz allem ohne Stress. Und das hat, denke ich, geholfen. Weil
Weil du gerade den Nachbarn erwähnt hast, das fand ich jetzt schon auch eine tolle Rolle, muss ich sagen. Vor allen Dingen, es ist ja jetzt schon ein durchaus experimenteller Film und da gibt es diese eine Szene, gerade also die Szene am Schluss, die wirklich auch, wie soll ich sagen, so eine gewisse Unterbrechung gibt, als er dann sagt, habt ihr meinen Schlüssel, habe ich meinen Schlüssel hier vergessen. Das fand ich eine sehr gute, einen sehr guten Drehbucheinfall. Vielleicht noch, bevor wir zum Publikum übergehen, noch zwei Fragen. Du hast gesagt, weil du gerade die Reaktion in Speyer erwähnt hast, ihr habt ja mit dem Film eine Kinotour gemacht. Wie war da so die Resonanz vom Publikum? Ja, es ist schon unterschiedlich, aber ich hatte super berührende Momente von Menschen, die Jochen Klepper kannten. Es gibt einen Mann aus Berlin, dessen Gesicht vergesse ich auch, glaube ich, nicht so schnell. Der wollte mir nach dem Film was schenken, ein Blatt Papier, da hat er Sachen drauf fotokopiert und wollte mir dazu was sagen. Aber er konnte nicht. Also jedes Mal, wenn er versucht hat zu sprechen, musste er sofort so weinen. Und wir standen eine Weile da und er hat es mehrere Anläufe gehabt. Das erscheint dann eine sehr starke Verbindung, irgendwas, ich weiß es nicht. Und wir sind auseinandergegangen und haben nicht miteinander gesprochen. Und das sind natürlich sehr, oder Menschen, die, eine Frau ist selbst geflohen und ist mit der Familie in ein Haus, in eine Wohnung gekommen und hat eine andere Familie genauso vorgefunden, vorm Gasofen liegend, mit dem Kind. Und das sind natürlich dann Begegnungen, die sehr berühren, sehr ehrlich sind und ja, das hat man dann, denke ich, nicht mit jedem Film. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass es diese Begegnung gab auf der Kinotour. Und weil du gesagt hast, das ist ja gut und schön, mein Film, aber so wie da möchte ich nicht mehr arbeiten. Was hast du denn als nächstes vor? Also insofern man das hier in der Öffentlichkeit quasi schon preisgeben kann. Ja, also einen kleinen Teil kann ich da vielleicht schon sagen. Ich habe das große Glück, dass der Film so eine Aufmerksamkeit bekommen hat. Du hast ja vorhin gesagt, Urs, der hat diesen Preis bekommen und das ist so wertvoll für einmal die Geschichte, aber natürlich auch für mich als Filmemacher, weil sich die Möglichkeiten dadurch ändern. Und eben weil ich nicht von der Filmschule komme und vieles so selbst erarbeiten musste, habe ich jetzt eben die Möglichkeit, mit anderen Produktionsfirmen zusammenzuarbeiten, die da eine andere Ressourcen haben, auf die wir zurückgreifen können. Und der nächste Film, vielleicht schauen Sie sich den dann an, wenn es soweit ist. Sie müssen keinen Film im Quadrat mehr sehen und der wird auch nicht so traurig. Da sind wir gerade in der Finanzierungsphase. Der entsteht mit der UFA zusammen. Und dann bin ich noch an einem anderen Film dran und an einer Serienentwicklung, gerade mit einer anderen Produktionsfirma. Also total schön. Na, das freut uns doch. Und alle werden ganz regulär bezahlt. Und ich verdiene auch Geld. Das ist ein total neues Konzept. Ja, das sowas gibt, das ist ganz ungewohnt. Ja. So, jetzt könnten Sie dran sein mit Fragen und Kommentaren. Genau, es sind die ersten zwei, zuerst hier. Dann und Sie vorne. Kriegen das Mikrofon vom Jawohl. Urs. Mein Name ist Sabine Hartmann. Hallo. Hallo. Ja, der Film ist natürlich sehr schwere Kost, ganz klar. Mir ist im Nachgang nochmal aufgefallen, weil Sie ja gesagt hatten, man kann alle möglichen Bilder oder Gegenstände darin sehen, dass ja bei den beiden, also das Jüdischsein spielte ja scheinbar gar keine Rolle. Man hat keinerlei jüdische Symbole oder irgendwie gesehen. Also so wie es sich darstellte, war das Evangelische dominant, ne? Und die Jüdin und auch das Mädchen waren eigentlich nur von der Form her Jüdin. Also so habe ich es verstanden und das fand ich
nochmal sehr interessant, diesen Aspekt da drin. Und das Zweite, was mir auch noch aufgefallen ist, ist, man kennt aus, ich weiß nicht, mir fällt einfach jetzt Romeo und Julia zum Beispiel ein, wo die halt zum Schluss, die nehmen das Gift und wups, sind die halt weg. Ne? Und das fand ich hier sehr, sehr interessant ausgeführt. Erstmal, dass er sich als Vater überlegte, es kann ja sein, einer stirbt plötzlich nicht. Ne? Also er hat ja irgendwie gesagt, oder Gott schreitet ein, ne? diesen Gedanken. Und auch dann dieses Nivellierende, das Mädchen schläft wie ein, die Mutter hat ja immer diese Krämpfe gehabt. Ne? Und so. Also das fand ich nochmal interessant. Und auch, dass sie ja zusätzlich zu den Tabletten auch das Gas noch genommen haben, also schon nochmal eine Sicherheitsstufe, dass das auch klappt. Also das wollte ich dazu einfach nochmal so gesagt haben. Mhm. Ja, danke Sabine. Also das mit den Tabletten und dem Gas, das war so. Und die Familie, wie sie da lag, mit der Mutter in der Mitte, so wurde die Familie Klepper auch gefunden am nächsten Tag. Das fand ich ganz interessant, weil ich hätte ich darüber keine Informationen gehabt, hätte ich es anders gemacht. Ich hätte die Tochter in die Mitte gelegt und da war ich überrascht. So stand es sogar in einer der ersten Drehbuchfassungen, weil ich das erst danach gelesen habe und habe dann die Position geändert. Und was du sagst über, ich sage einfach du, wenn es okay ist, könnt auch du sagen, ich bin der Benjamin. Johanna Klepper war keine praktizierende Jüdin, wenn man das so, ist ja so eine Aussage, die man so treffen kann. Und Johanna ist auch zum christlichen Glauben konvertiert. Daher finden wir nicht mehr viel jüdische Symbolik in dem Film. Sind auch zusammen in den Gottesdienst gegangen, in den evangelischen Gottesdienst mit Jochen Klepper. Nach dem Rassenwahn der Nazis hat es natürlich nichts genutzt, also auch die Konversion zum christlichen Glauben. Ja, hallo, ich bin Celia. Erstmal vielen lieben Dank für den Film. Das ist auf jeden Fall einer der Filme, wo ich froh bin, dass ich den gesehen habe. Man hat ja manchmal diese Momente, dass man einfach sagt, ich war froh, dass ich in diesem Theaterstück war, ich bin froh, dass ich dieses Buch gelesen habe und ich bin auf jeden Fall froh, dass ich den Film gesehen habe. Hat mir auf jeden Fall einen anderen Blick gegeben, was jetzt, also ich meine, ich bin eine in der Generation gewesen, in der in der Schule sehr viel über das Judentum gesprochen wurde, in dem sehr viel über Nationalsozialismus gesprochen wurde. Deswegen ist es auch so verwunderlich, dass eben diese Debatte kam, ne, mit dem, das, was dir gesagt wurde, dass der Film nicht mit Jugendlichen angesehen werden soll, weil ich finde, dass gerade auch die letzten Momente in dem Film, also dieser lange Blick auf die sterbende Familie für mich wieder mir all das, was ich immer wieder habe, wenn ich Bücher, also Romane, ja, vornehmlich Romane oder Geschichten aus dieser Zeit lese, dass ich dann immer wieder an diese Dinge denke, die so fundamental sind. Und deswegen ist es für mich absurd, dass du das gerade gesagt hast, dass es eben, weil ich eben diese Generation, diese Schulgeneration war, in der immer sehr viel über den Nationalsozialismus gesprochen wurde und den Holocaust. Ich finde es sehr schön, dass ich dich das jetzt direkt fragen kann, dass ich diese Möglichkeit habe. Was mir aufgefallen ist und was mir am meisten an diesem Film aufgefallen ist, war diese Dualität von ihm, die habe ich zuerst in den Marionetten gesehen am Anfang von dem Film. Das ist ja die erste Konfrontation mit sich selbst. Und ich habe die Konfrontation mit dem Schatten auch als Konfrontation mit sich selbst wahrgenommen. Also im Endeffekt ist er ja immer in diesem Dualismus mit sich selber, würde ich jetzt irgendwie sagen. Jetzt ist meine erste Frage, ob ich das nur so gesehen habe, weil ich mich vielleicht mit der Tochter am meisten identifizieren kann, weil es mein Alter ist, ist die Frage, sie steht immer am Fenster. Ist da eine Symbolik dahinter oder habe ich das nur so gesehen? Weil für mich war dieser unterschwellige, also ich habe das so interpretiert, das ist ja natürlich auch mein
also das darf ich ja natürlich auch, dieser irgendwo doch bestehende Wunsch nach Freiheit, weil Fenster in die Ferne, das ist meine erste Frage. Und jetzt muss ich an die über die zweite Frage nachdenken, die ich hatte. Ja, gerne, ich überlege dann nochmal. Also um ehrlich zu sein, mit dem Fenster, ich könnte jetzt vielleicht ja sagen, aber es ist, ich habe da kein, nee, also habe ich keine Intentionen hinter gehabt, die jetzt noch ein anderes, was anderes sagen soll, erzählen soll. Was ich ganz interessant finde, also bei mir, ich bin jetzt 36, wie alt bist du? Ich bin 28. Ah ja, hast du bei mir, also ich habe natürlich auch viel über Nationalsozialismus, wurde auch behandelt in der Schule, aber was ich nie gehört habe bis zu dem Zeitpunkt ist, dass es eben diese eigene Form der Menschenvernichtung gab, dass eben so viele, diese jüdischen Familienselbstmorde, habt ihr darüber gesprochen? Nee, ich war so ein Bücherwurm und habe unglaublich viel gelesen in meinem Jugendalter und habe mich damit mit ganz vielen Formen von verschiedenen Kriegstraumata auseinandergesetzt oder auch mit verschiedenen, also aus der Schule selbst wahrscheinlich am allerwenigsten. Also die Schule war für mich damals der, so, dass das ins Laufen gebracht hat, dass ich viel darüber gelesen habe, selber eigenständig als Jugendliche. Und da habe ich dann viel gelesen, aber tatsächlich, das war mir jetzt auch neu und ich habe auch noch, also das, was du jetzt, das Thema, was jetzt vorgestellt wurde, das kannte ich auch noch nicht. Ich habe ganz klassische Sachen in der Schule vorgestellt bekommen. Alles andere darüber hinausgehende sind Bücher oder, ja, also meistens vornehmlich Romane, die ich dann gelesen habe. Aber das kannte ich auch noch nicht, nein. Und ist das nicht abgefahren, dass in unserem Land so viele tausende Menschen, dass wir es geschafft haben, ohne, dass die Nationalsozialisten es geschafft haben, ohne einen Finger zu rühren, so viele tausende Menschen zu ermorden? Ja, aber das ist... Und dass wir darüber nicht so wenig, dass wir darüber davon nichts gehört haben. Ja, dass diese Namen sind so verloren gegangen. Und das war mir eben auch so wichtig, dass diese Seite erzählt wird. Das ist aber auch, was ich auch noch, also was ich jetzt, was mir jetzt auch wieder einfällt, was ich sagen wollte, diese Enge aus dem Film, die du ja schon gesagt hattest, die du mit dem 1:1-Format eben darstellen wolltest, die habe ich auch extrem empfunden. Und ich glaube, diese Enge stellt das ja auch wieder dar, dass es ja gar kein unmittelbarer, also die Nazis haben ja nicht unmittelbar Gewalt auf die Familie ausgeübt. Es war eine mittelbare Gewalt, die ja die Enge, also das ist ja Enge, das ist ja nicht ausweichen können. Und so schließt sich ja dann da auch wieder der Kreis, ne? Also dieses, diese Enge, die der Film repräsentieren soll, ist ja genau das, diese mittelbare. Aber ja, es ist genau wie die Euthanasie, die ich nicht kannte unbedingt. Oder die mir nicht so derart bewusst war, bis ich einen Film darüber gesehen habe. Also, ja. Dankeschön. Hallo. Ja, ich fand auch, der Film war durchaus interessant, weil er diese Familienselbstmorde in den Mittelpunkt stellt. Etwas, was mich überrascht hat, war in der Szene mit Adolf Eichmann zu Beginn, dass Eichmann zu Klepper sagt, wer Jude ist, entscheide ich. Das ist ein ziemlich bekanntes Zitat, das ich aus einem anderen Kontext kenne. Nämlich Fritz Lang war einmal bei Goebbels, glaube ich. Göring? Ich bin mir nicht ganz sicher, wo still ich. Und der soll dann zu ihm gesagt haben, wer Jude ist, entscheide ich, weil Lang wollte sich nicht einfügen da in die deutsche Filmproduktion, da er Halbjude war. Aber im Kontext von Jochen Klepper, ist das da wirklich aufgetaucht? Nee, also über dieses letzte Gespräch gibt es keine Aufzeichnung, die ich kenne. Also ich es ist jetzt auch tatsächlich ein bisschen schwierig jetzt, ich würde Ihnen jetzt gerne sagen, warum ich das, ich kann Ihnen nicht mal sagen, ob ich das woanders gehört habe und dort in die Szene übernommen habe oder ob das jetzt ein Zufall ist, dass ich das geschrieben habe und jemand anders hat es gesagt. Ich werde manchmal gefragt, welche der Sätze im Drehbuch, welche Teile des Dialogs habe ich geschrieben und welche kommen aus den Tagebüchern. Und ich kann mich leider nicht mehr erinnern. Bei den
allermeisten Sachen, weil also dieser Entstehungsprozess von so einem Drehbuch, der dauert so lang und das wird so viel geändert und ich hätte vielleicht mir Markierungen machen müssen, wenn ich Zitate, also ja, wenn ich Worte von Jochen Klepper benutze. Ich habe so viel wie möglich benutzt, weil ich seine Schriftsprache mit in diesen Film übernehmen wollte. Aber deshalb kann ich mich an vielen Stellen nicht mehr erinnern, woher habe ich das genommen, das, was wir jetzt am Ende sehen. Das heißt, ich kann Ihnen zu diesem Satz gar nicht sagen, warum, also ich weiß nicht, warum er diesen Satz sagt. Also es ist auf jeden Fall keine historisch belegte Tatsache, dass Adolf Eichmann das auch gesagt hätte. Im Film ist das schon ganz wirkungsvoll, weil es so seine Allmacht zeigt, ne? Dass er der Herr über Leben und Tod ist, mehr oder weniger. Aber auch da habe ich mich gefragt, ist das so, weil die Nürnberger Gesetze haben ja relativ klar juristisch geregelt, wer als Jude und als Nicht-Jude galt. Von daher ist die Allmacht von Eichmann da auch ein bisschen, wie soll ich sagen, personalisiert dargestellt. Ne? Also das war alles schon juristisch relativ klar geregelt, Jahre vorher. Trotz alledem, also ich fand es einen sehr interessanten Film, also sehr, wie soll ich sagen, gewagt in seinem Expressionismus. Ich habe eigentlich ein realistisches Kammerstück erwartet. Ne? Das ist mal was anderes. Danke. Ja, ich gehe einmal rüber. Ja. Sekunde, ich muss einmal außen rum. Vielen Dank. Ich möchte zunächst mal ein Kompliment machen dafür, dass sich jemand sozusagen in diesem Alter, in dem Sie sind, mit dieser Problematik, also gerade von dem Leben von Jochen Klepper, so auseinandergesetzt hat. Also das fand ich ganz toll. Und ich habe mich sehr gefreut auf diesen Film. Allerdings kann ich nicht verhehlen, dass ich auch ein paar Enttäuschungen da verspürt habe. Also es waren mir dann doch etwas zu viele Effekte da drin, zumal dieser Film ja eigentlich zunächst mal so eher als fast also dokumentarisch angelegt war. Und Sie haben ja auch gesagt, Sie haben sich sehr viel von ihm gelesen, sehr viel mit ihm beschäftigt, versucht, die Schriftsprache von ihm mit reinzubringen und auch mit seiner Familie. Und das war für mich also auch eine sozusagen eine Art Dualismus, ja, das sozusagen auf der einen Seite das sehr doch sein Leben in diesen letzten Tagen oder an diesem letzten Tag entsprochen hat. Auf der anderen Seite aber dann solche, ich muss mal sagen, filmischen Effekte da reingekommen sind. Also besonders da mit diesem Schattenmann. Also ich empfand das einfach als einen schwarzen King Kong, der da plötzlich erschienen ist. Und das hat für mich sozusagen, das war diese typische Darstellung, so wie man das sozusagen vom Mittelalter ausgehend bis in die frühe Neuzeit verstanden hat, es gibt da das Gute und da das Böse. Es gibt sozusagen den lieben Gott und es gibt den bösen Teufel. Ja? Und der Teufel springt dann manchmal einem ins Gesicht oder sonst was. Und das entspricht sozusagen weder meiner Lebenserfahrung noch meinem, ich bin also von Beruf Theologe, ja, noch meinem theologischen Denken. Ja? Natürlich gibt es zwei Pole im Leben, aber ich sehe das mehr so nicht als Dualismus, sondern sozusagen als ein Changieren mit ganz vielen Möglichkeiten. Ja? Und das sehen wir ja jetzt auch im Moment, sowohl hier in unserem Land mit diesen ganzen politischen Sachen, die da jetzt hochkommen, wie auch jetzt sozusagen in der größeren Welt, in Europa vor allem leider, dass dieses Denken, hier ist das Gute und da ist das Böse. Und das Böse müssen wir irgendwie sozusagen ausrotten oder vernichten oder irgendwie. Und dann nur so kann das Gute siegen. Also so kam das mir in diesen Effekten vor. Ja. Den Effekt, den ich ganz gut finde, war mit diesen verengten Wänden in dem Zimmer. Da wurde ja deutlich, dass das Wort Angst auch was mit dem Wort Enge zu tun. Also sie sind auch sprachlicher verwandt. Ja.
Und da wurde deutlich, dass sozusagen, wenn die Wände immer mehr zusammenrücken in so einer Situation, die Angst auch immer größer wird. Und was ich auch problematisch fand, als diese, ich weiß nicht, aber vielleicht entspricht das ja dem Geschehen, als diese Familie mit dem Judenstern abgeführt worden ist, da sieht man bei Klepper diese Angst, ja, die ja auch in dem Film sehr gut deutlich gemacht wurde. Aber es ist keine, es ist sozusagen viel Empathie für seine Familie da, aber ich empfand null Empathie für diese Nachbarn, die da waren. Ja. Also das hat mich selber sozusagen ein bisschen auch geschockt. Entspricht eigentlich nicht dem, wie ein Christ, aber ich meine, in solchen Situationen ist es klar, also das war sozusagen meine, die Effekte mit den Bildern, wo plötzlich dann die Leute sich bewegen oder so, das war sozusagen nach meinem Empfinden, hätte nicht unbedingt sein müssen, war aber ganz gut, aber also schlimm fand ich wirklich diesen schwarzen King Kong. Und auch das Böse so als Schwarzen darzustellen, da waren ja noch, das Gebiss war noch schwarz, also das... wenn es so einfach wäre, dass der Teufel sozusagen sofort erkennbar wäre, dann wäre es mit der Versuchung viel einfacher für uns Christen. Ja, also ich höre, was Sie sagen. Für mich ist der Schatten, also die schwarze Figur, ist für mich nicht der Teufel. Und auch das, was der Schatten sagt, ist ja an sich nichts Böses, sondern das sind letztendlich die ganzen zweifelnden Fragen, die an Jochen Klepper nagen, die er sich selbst zu stellen nicht wagt. Also die Fragen stellt ihm der Schatten. Ja, also er sagt ja, Jochen Klepper sagt, es gibt das Leben nach dem Tod und der Schatten dröselt das alles auf. Ja, aber Moment mal, wie ist denn das eigentlich genau mit dem Leben nach dem Tod? Und kann es das denn überhaupt geben? Also es ist letztendlich dieser innere Kampf. Ich glaube auch nicht, dass es so einfach wäre zu sagen, da ist das Gute und da ist das Schlechte. Das sollte es nicht erzählen in dem Film. Ja, und die Bilder, die so in diesem ganzen Film auftauchen, was ich wollte, ist eben nicht nur die Geschichte zu erzählen, die eben vor unseren Augen ist, die klar sichtbar ist, also nicht realistisch bei Jochen Klepper zu bleiben in dem Raum, sondern mir war es wichtig, Jochen Klepper war Jan als Autor wahnsinnig kreativ, und in diese kreative Welt, seine Geschichte, die wollte ich auch miterzählen. Und um diese Wand aufzubrechen, habe ich eben diese fantasievollen Elemente benutzt. Ja, das war so meine Entscheidung, warum ich das gemacht habe. Ja, hallo, ich bin der Christoph. Hallo Christoph. Ich wollte gerne was zu dem nochmal erwidern, was gerade gesagt wurde. Also ich fand es gerade gut, dass du all diese Symbole verwendet hast oder eben diese weitere Ebene, weil gerade dieses Expressionistische, so nenne ich es jetzt einfach mal, hat für mich noch zusätzlich bei mir, ich sag mal, sogar körperliche Reaktionen verursacht sozusagen. Also diese Enge des Raumes und auch die Figur des Schattenmannes, was mich so ein bisschen entfernt an Fritz Lang erinnert hat, oder andere Symbole, die mich jetzt auch an ältere Tom Tykwer-Filme erinnert haben. Also das fand ich sehr, sehr schön, weil das dadurch einfach nochmal was Weiteres aufgemacht hat für mich und dadurch für mich auch noch eine zusätzliche, tiefere Ebene geschaffen hat. Das fand ich auf jeden Fall. Mich hat noch was interessiert, weil ich auch Schauspieler bin. Es war ja emotional sehr, sehr heftig für die Darsteller,
über so einen langen Zeitraum auch diese Emotionen so hoch zu halten. Wie war das für dich, so als Regisseur, das so hoch zu halten oder das auszuhalten? Also, dass die ganze Zeit eben sehr unter Tränen standen und die ganze Zeit das halten mussten auf einem sehr hohen Niveau. Wie war das für dich? Meinst du jetzt, wie das? Du meinst, wie also die beiden Frauen zum Beispiel? Also nicht, wie es für mich war, diese Emotionen zu tragen, sondern wie ich das mit den Schauspielern arbeite. Achso, ja. Naja, ich denke, es hat geholfen, dass wir in diesem Raum, in dieser Halle unter der Erde halt total abgeschottet waren für eine lange Zeit. Musst du ja denken, mit den Proben hat das ja schon angefangen. Wir haben in diesem Sommer eigentlich fast kein Tageslicht gesehen, weil wir haben bis nachts gearbeitet. Und dieses Runtergehen in diese Stille und dieses Wegsein von allem Außen, das macht auf jeden Fall was mit einem. Und dann denke ich, letztendlich, um dann diese Emotionen so stark fühlen zu können, für mich ist es, ich finde es wichtig, dass wir Geschichten so ehrlich wie möglich erzählen. Ich finde es wichtig, Menschen zu zeigen, die nicht schön sind. Wir wählen nicht Einstellungen, in denen die Schauspieler gut aussehen, sondern in denen es ehrlich ist. Ich verzichte auf Make-up, weil ich es schön finde. Ich möchte sehen, wie Menschen aussehen. Ja, und um das zu erreichen, war letztendlich, denke ich, auch das, was ich vorhin gesagt habe, also das mit der Musik, sich Zeit zu nehmen für die ganzen Sachen, auch die Bedürfnisse von den Schauspielern wahrzunehmen. Wahrscheinlich wäre das eine bessere Frage für die Kollegen vor der Kamera gewesen, die hätten da vielleicht besser zu antworten können. Mein Name ist Anna Gimlich und ich finde den Film sehr wichtig. Ich finde ihn auch sehr gelungen. Was diesen schwarzen Schatten anbetrifft, so ging es mir ähnlich wie meinem Sitznachbar. Ich hatte auch körperliche Reaktionen. Dieses immer wiederkehren von diesem fordernden, übermächtigen Wesen, das an mir rüttelt, an meinem Gewissen, an meiner Wahrnehmung. Das kann man sicher als grenzwertig empfinden. Aber ich finde es einen hervorragenden Versuch. Ich denke, dass jeder Versuch, darzustellen, was in einem vorgeht, was sich in einem selbst an Tragik bewegt, finde ich zulässig. Also, und ich finde es ein gelungenes Bild, wie auch immer schwer auszuhalten. Und was ich auch sagen will, dass dieser Klepper ja so ein kreativer Autor war, verlangt ja geradezu, dass man sehr kreativ und ausdrucksstark wirkt, wenn man schon das Mittel Bild und auch noch bewegtes Bild benutzt. Ein zweites, was ich auf keinen Fall vergessen will, ich habe unheimlich viel über die Zeit meines langen Lebens über diese Zeit gelesen, auch viele Biografien, aber auch gewusst, dass ich sehr viele jüdische Familien mit Gift vor allem oder erschossen umgebracht haben. Aber was mir jetzt für ein Gedanke kommt, da wir ja in Deutschland überall, also in den meisten Städten, denke ich mal, heute stand am Wochenende in der Zeitung in Oberursel wurden die ersten 6 Stolpersteine gelegt, dass diese Euthanasie-Opfer dazugehören. Bis jetzt sind es ja nur die Deportierten, die umgebracht wurden, verreckt sind, jämmerlichst, gequält worden. Die Menschen gehören dazu. Und da schwebt mir in meinem Kopf jetzt vor, dass man sowas mal freitritt. Und in Bewegung setzt. Und ein drittes noch zu dem Herrn hinter mir, der meinte, dass diese weinende Mutter mit ihrem Kind und dem Judenstern kein Mitgefühl, keine Empathie von der Familie Kepler
erhalten haben, finde ich unsäglich, weil dieser Herr Kepler kam an diesem Tag mit dieser niederschlagenden, vernichtenden Botschaft nach Hause und soll dann für andere Empathie zeigen. Also dafür gibt es überhaupt keinen Grund und auch kein moralisch-ethisches Verlangen. Also ich fand es sehr klar, die mussten sich ja auch verstecken. Während die abgeholt wurden, hat ja der Kepler sein Namensschild in Schmitz umgeändert. Und der Tipp war wohl sogar von Nachbarn gekommen. Also bündig, gelungen. Danke. Er hat sich sogar bedankt. Ja, in die Richtung war so mein Wahrnehmen. Auf jeden Fall hat er sich bedankt. Der Tipp kann durchaus von den Geigern gekommen sein. Ja, danke. Du hast ja eine wahnsinnig schöne Stimme. Oh, wirklich, bist du auch, hast du auch gespielt? Oder? Das ist ja wunderschön. Ja, so nimmt das jeder auch anders wahr. Ich denke auch, dass diese Situation, die sehr schnell gehen musste, er wirft ja den Blick zurück und ich wollte eigentlich auch den Schmerz darüber, als dieser kurze Blick zu dem Kind soll eigentlich auch diese Hilflosigkeit zeigen, in der er war, dieser Moment, in dem er nichts tun kann. Aber das ist ja auch interessant, wie das so verschieden wahrgenommen werden kann, dieser Moment, ja, wie man von außen da drauf sehen und auch darüber sprechen kann, ja, wie viel Empathie ist in der Situation des eigenen großen Leides überhaupt möglich. Und ja, also finde ich spannend, dass sie das jetzt, ja, dass man das so auf verschiedene Weisen sich anschauen kann. Ja, gefragt hattest du sonst nichts, ne? Nein. Ja, es gibt ja zum Glück immer mehr, es werden ja immer weiter Stolpersteine verlegt. Der Familie Klepper, die haben auch Stolpersteine vor ihrem Haus verlegt bekommen. Schon. Darf ich einmal ganz kurz fragen, ist die Mutter von der Berit hier? Nee, keiner meldet sich. Okay. Bevor ich es vergesse, die am Ende war ja dieses Kinderlachen, also ich meine, mir war schon bewusst, dass das ein Lied von der Hitlerjugend war. Die kamen ja aber auch schon mal vor während dem Film, richtig? Mhm. Kannst du mir erklären, was da die Symbolik, also nicht Symbolik, aber was dahinter steht? Ja. Während die Familie Klepper sich darauf vorbereitet, aus dem Leben zu gehen, geht das Leben draußen mit so schönen, fröhlichen Liedern weiter. Und selbst wenn die Familie Klepper dort liegt und gestorben ist, was für ein schönes Lied da klingt. Und das zeigt einmal die Situation damals, aber auch die Situation heute, wie Menschen, viele, nicht nur Menschen, Tiere auch leiden und wir fröhlich Schritt um Schritt weitergehen, so lange bis wir betroffen sind. Ja. Das war für mich, ich habe nach diesem Ende gesucht und ich habe einen Hund und bin mit meinem Hund nachts spazieren gewesen auf dem Feld. Und dachte, naja, um 12 oder 12:30 oder wie spät, es war wirklich spät, mitten auf dem Feld, da ist ja sonst keiner. Ich treffe da sonst nie jemanden. Also habe ich mir übers Handy Hitlerjugendlieder angehört. Bis mir plötzlich, ich habe mir in der Dunkelheit nicht gesehen, ganz dicht jemand vor, und ich habe versucht, das Handy auszumachen und es ging natürlich nicht. Und das Sieg heil, rief es an und der rief einen Bogen um mich rum und hat Gas gegeben. Und ich habe noch überlegt, ob ich ihm was nachrufen soll. Aber es wäre, hätte es, glaube ich, alles noch schlimmer gemacht. Das war so eine schreckliche Situation. Und trotzdem habe ich danach gemerkt, ich bin mit meinem Hund Tage später spazieren gegangen und ich habe eine Melodie gesummt und gepfiffen, die so schön und so eingänglich war, bis ich erschrocken gemerkt habe, was für ein Lied ich da summe. Und das zeigt ja, wie genial auf eine Art, wie perfide
dieser furchtbare Inhalt transportiert wird, sodass man das fröhlich mitsingen kann. Erstaunlich, ich habe heute manchmal noch einen Ohrwurm von diesem Lied. Schrecklich. Ich wollte auch noch mal gerne eine Frage, eigentlich zwei Fragen, aber erstmal die eine, die mich tatsächlich bei aller Freude darüber, dass wir heute hier die Frankfurt-Premiere feiern, eigentlich ist euer Kinostart schon längst durch. Das heißt, eigentlich kann man auch sagen, es hat sich kein Frankfurter Kino gefunden, das euren Film gespielt hat zum Kinostart. Und Frankfurt ist nicht die einzige Großstadt in Deutschland. Hamburg, hast du mir erzählt, war auch kein Kino dabei. Wie kann denn das sein? Das ist so ein besonderer Film, der hat die Aufmerksamkeit durch den Preis, durch die Premiere beim Filmfest bekommen. Ihr habt einen umtriebigen Verleiher gehabt. Wie ist das zu erklären aus deiner Sicht? Das weiß ich nicht. Also man muss dazu sagen, dass in den Kinos, er lief ja doch in einigen Kinos. Ja, ja, klar. Und wenn er irgendwo lief, dann war er auch immer sehr gut besucht. Also das weiß ich nicht, warum. Die Entscheidung liegt ja letztendlich immer bei den Kinos. Ne? Also kann ich nicht beantworten, weiß ich nicht. Ja, aber ich wollte es Ihnen zumindest auch mal sagen, ich finde es total wichtig auch, dass wir dann an so einer Stelle dann versuchen, natürlich zumindest ein bisschen die Plattform zu geben. Aber wenn Sie andere Kinobetreiber noch kennen hier in der Stadt, kann man da gerne auch nochmal ein Wort einlegen, glaube ich. Das ist nicht unbedingt nur an das Startwochenende gebunden. Ja, der Film, der wird wahrscheinlich bis zum Sommer immer mal wieder irgendwo auftauchen. Ja. Und das ist schon richtig. Also ich meine, die Kinos, die müssen ja auch sehr, gerade jetzt in der Zeit, überlegen sich Kinos ja auch, welche Filme nehmen wir, in welche Filme gehen die ZuschauerInnen. Und man ist mit manchen Filmen eben aufgrund der prominenten Besetzung oder des Themas, es ist auf einer sichereren Seite vielleicht als mit diesem Film. Und das hilft aber klar, wenn man nachfragt, ah cool, ich habe gehört, da läuft Schattenstunde, wann gibt es denn bei Ihnen im Kino zu sehen? Und die Kinobetreiber merken, ah, den wollen ja Leute sehen. Dann kann es gut sein, dass sie den Film dann noch buchen und darüber freuen wir uns natürlich. Aber ich meine, der Film ist ja schon sehr speziell, wie Sie auch gesagt haben. Und da freue ich mich überhaupt, dass so viele Kinos den dann doch zeigen wollten. Wir haben eine traditionelle Abschlussfrage, die quasi der Titel dieser Reihe ist. Nämlich, was tut sich im deutschen Film, ist hier das Motto. Und jetzt ist natürlich für mich ganz interessant, wir haben gehört, du bist Schauspieler, eigentlich quasi Quereinsteiger in dieses Business, als Regisseur und Produzent gewesen. Wie würdest du das denn beschreiben? Wie ist so das Feld gewesen? Wie beschreibst du diese deutsche Filmlandschaft für Menschen wie dich, die eben so von der Seite reinkommen, nicht über eine Filmhochschule? Also ich war Schauspieler, ich spiele nicht mehr. Das ist ja eine schwierige Frage, wie ich die deutsche Filmlandschaft erlebe. Das fragt er immer und die Frage muss er stellen. Ich bin Vertrag. Steht das in deinem Vertrag? Okay, pass auf, ich gebe eine schlaue Antwort. Ich muss da kurz drüber nachdenken. Also ich weiß gar nicht, also ich denke, glaube ich, gar nicht so über die Filmlandschaft als solche nach. Ich weiß nicht, ja, gibt es das? Weil ich versuche nicht so darauf ich versuche nicht so sehr darauf zu schauen, was die Filmlandschaft macht oder was gerade angesagt ist oder was sich gehört oder was wichtig ist. Ich möchte Geschichten erzählen, von denen ich glaube, dass sie erzählt werden müssen oder die ich erzählen möchte. Und dann kommt eben unter Umständen auch mal so ein Film wie dieser raus, der eben nicht in allen Kinos läuft. Der nächste läuft in mehr Kinos, der ist cooler. Leichter anzuschauen. Ich merke schon, als Quereinsteiger, ich habe den Eindruck, ich werde sehr viel gelobt für meine Art, Geschichten zu erzählen. Viele sagen, das ist toll, man kann meine Handschrift nicht einer Filmhochschule zuordnen. Ich halte mich nicht an Regeln, weil ich sie teilweise nicht kenne oder weil ich mich bewusst dazu entscheide, anders zu erzählen. Und dafür erfahre ich viel Lob. Und wenn es dann aber im Nachhinein darum geht, dass Leute mit mir arbeiten wollen, merke ich, dass genau diese Sachen, die anders sind,
wenn es dann darum geht, die umzusetzen, da ist dann häufig eine Angst davor da. Moment, das gab es so noch nicht. Wir wissen nicht, ob das so funktioniert. Und das ist ganz spannend. Ja, es ist so lange toll, bis andere ein Risiko damit eingehen müssen. Ich habe jetzt Glück, ich habe Produzenten gefunden, die das machen. Und das ist vielleicht sowas, was ich als Quereinsteiger erlebe. Und die hast du ja gefunden, weil sie deinen Film gesehen haben. Ja. Also eigentlich beste. Die kamen damit schon mal klar. Beste Situation. Ja. Nee, also wir freuen uns total, dass du uns heute jetzt hier in Frankfurt in Präsenz diesen Film hast präsentieren können. Bevor ich mich final bedanke, möchte ich noch Werbung machen. Im April geht's weiter, am 7. April genauer gesagt, mit dem Film, der als bester Dokumentarfilm des Jahres ausgezeichnet worden ist, The Case You von Alison Kuhn. Und das ist ein wirklich brisanter Stoff, der behandelt zeigt fünf Schauspielerinnen, die bei einem demselben Casting tatsächlich zu mehreren sexuellen und gewaltsamen Übergriffen Opfer wurden dessen. Und die Regisseurin ebenfalls, die eigentlich eben vorher Schauspielerin war. Und dieser Film ist unfassbar eindrucksvoll, weil sie sich auf eine ganz intime, intensive Weise diesem Thema widmet, diesen Frauen eine Stimme gibt. Und ich kann Ihnen auch, weil dieser Film es ebenfalls wahrscheinlich sehr schwer haben wird in den Kinos, das wirklich nur ans Herz legen, nicht nur zu kommen, sondern es vielleicht auch nochmal weiter zu sagen, weil das ist ein Thema, was nicht erst seit MeToo ein Thema in der Filmbranche ist, ich glaube, sondern in unserer ganzen Gesellschaft. Also 7. April, Alison Kuhn, aber jetzt nochmal ganz herzlichen Dank, weil das war heute ein richtig bewegender Abend, kann ich wirklich sagen. Bitte einen großen Applaus. Benjamin Martins, vielen, vielen Dank. Und Rudolf Worschech für das Gespräch. Danke Ihnen fürs Kommen. Hauseweg. Ja.